Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch. Und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ich höre die ganze Zeit R2 hier. Irgendwelche Soundeffekte machen. Ich weiß nicht, was der macht, der Knabe. Ja, in der letzten Folge haben wir eine merkwürdige Animation. In der letzten Folge haben wir weiter die Story ein bisschen gemacht. Upsala. Wir sind auf Dagobah gelandet, ne? Und haben die Wolkenstadt betreten beim letzten Mal und haben da die Level gemacht mit Lando Calrissian und mit Han Solo, der gerade eingefroren ist in Carbonit, und Luke hat eine Erschütterung in der Macht gespürt und jetzt müssen wir zur Wolkenstadt gehen und unsere Freunde retten, ne? Obwohl Yoda, den wir auch letztens getroffen haben in der letzten Folge, meint so: Hör mal, du bist ein Jedi, du darfst nicht Leuten helfen, ne? Aber ja, wir erkunden ein ganz klein bisschen noch Dagobah, ne? Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Verdammt. Kann ich hier? Nein, immer noch nicht. Warum nicht? Warum konnte ich in der Wolkenstadt meine Charaktere ändern, aber nicht hier? War ich hier schon drin? Ja. Also ich kann halt nicht hier viel erkunden, weil halt ich hier nur einen Charakter habe, ne? Zwei Charaktere. Deswegen nehme ich mal, machen wir mal direkt mit der Story weiter, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir das freie Spiel freigeschaltet bekommen können, damit wir hier ein bisschen erkunden können in Episode 5, ne? Den ganzen Dagobah und Bespin, ne? Weil da haben wir so gut wie noch gar nichts erkundet, ne? Aber dafür müssen wir erstmal die letzte Level machen von Episode 5, welche hier gleich folgt, ne? So, wir müssen ja nicht versuchen, sondern tun. Wir müssen ja unseren Starfighter, X-Wing, müssen wir ja rausholen, ne? Aus dem Schlamm, aus dem Sumpf, ne? Also machen wir mal. Boah. Nicht versuchen. What? Was gerade ein Record Scratch? So, lass mich das mal machen, du kleiner Wurm. Also das glaube ich einfach nicht. Darum du versagst. That's what, einfach ab da im Hintergrund. This is why you fail. So, Enthüllungen. Dann nehme ich mal an, wir gehen schon direkt zur nächsten Level, ne? Damit wir Episode 5 abschließen. Sonnenbrille. Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung. Nein, es gibt noch eine andere. Okay, jetzt sind wir weg von Dagobah, weg von Dagobah, weg von Dagobah. Luke. Für Leute, die immer noch nicht wissen, das ist Star Wars Rap. Das ist ein uraltes YouTube-Video. Oh mein Gott. Meine Freunde, sie sind irgendwo hier. Ich kann es fühlen. Alles klar. Ist mit dir, junger Skywalker. Aber noch bist du kein Jedi. Ah, die Konfrontation, auf die wir alle gewartet haben. Nur dein Darth Vader. Gib dich der dunklen Seite hin. Okay, ab. Boom. Oh ja, ein Stück.
Ich würde gerne mal ins Menü gehen, meine Herausforderung hier aktivieren. Kann ich nicht, oder? So. Komm her, komm her, Stück. Was hast du so? Denkst du, hast gewonnen? Ich bin viel mächtiger als du. Aua. Allzu leicht. Vielleicht bist du doch nicht so stark, wie der Imperator dachte. Du musst dieses Ding ausschalten. Eine Sekunde, lass mich erstmal die Herausforderung und so freischalten, ja, ne? Wirf mit Hilfe der Macht 3 Gegenstände nach Darth Vader. Oh, okay. Eine Sekunde, schießt das Level innerhalb von 10 Minuten ab. Oh, das ist genau wie Darth Maul. Das werde ich nicht schaffen. Finale verstecken Unnauts in dem Level. Okay, ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon schaffen werde. Außer das mit dem mit der Macht auf Vader werfen. Hat der nicht in dem Kampf gemacht? Ja, ich bezweifle, dass ich die Level in 10 Minuten schaffe. War schon bei Darth Maul voll schwer. Ja, da fleht er, weil er Angst hat, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, Yoda hatte nicht gewollt, dass wir ihn gewinnen, ne? Aber okay. Da gebe ich hier gerade. Oh. Okay, ups. Wo ist das? Ich will auch noch rein. Nein! Ich bin noch nicht mal in das Loch da eingegangen. Ich bin einfach nur hingegangen. So. So, welche Typen soll ich finden? Unnauts. Ne? Mal 10 Minuten, ja, da kann ich vergessen. Also, ich habe mir mal Zeit lassen, ja, alles zu erkunden. Ne? Ich werde nicht durchdüsen. Ja, mit den Gegenständen auf Vader werfen, das kriegen wir noch hin. Ne? Die verlorenen Dinger hier finden, vielleicht auch noch. Ne? Aber 10 Minuten, nein, ganz sicher nicht. Jetzt habe ich hier 2 Wege freigeschaltet. Komme ich wieder da hoch irgendwie? Ich hoffe, da oben ist nichts. Oh, hier ist sogar eine Leiter, glaube ich. Ja. Okay. Ich soll vielleicht mal irgendwie so Dingens hier freischalten. Hier, diese Bonusse, ne? Mit mehr Schaden anrichten und so, ne? Ich werde ja wahrscheinlich... Ich werde dir dann wahrscheinlich offscreen immer nur aktivieren, ne? Hier diese Lebensbalken und so, ne? Obwohl, ist ja nur ein Ding, das ich hier kriegen kann, ja, ne? Hm? Wieso kann ich das nicht freischalten? Ach, muss ich erst das hier? Hm. Ja, komm, ein. Komm. Dann werde ich wahrscheinlich diese Dinger hier alle offscreen immer nur anmachen, ne? Damit das Spiel jetzt nicht einfach zu einfach ist. Ja, geben wir uns 2 Abschnitte. Ich finde, das Leben macht jetzt nicht so einen Unterschied, ne? Ich finde, das Leben macht jetzt nicht so, ob wir jetzt mehr Leben haben oder nicht. Ich finde jetzt nicht so, dass wir irgendwie die Kämpfe einfacher oder schwieriger macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber die Angriffskraft, die tue ich abstellen. Ich will halt eigentlich nur anstellen, damit ich offscreen halt besser farmen kann. Weil diese eine Level, wo ich hier dutzende Maler reingehen musste, hat ganz schön genervt. Und dann hilft es einfach ein bisschen irgendwie mehr Schaden zu machen, ne? Um dann einfach so ein bisschen zu beschleunigen, ne? Deswegen hole ich mir jetzt mal den erhöhten Schaden, ne? Damit das offscreen halt ein bisschen schneller geht, ne? Aber wenn wir jetzt die Story weiterspielen, natürlich das
deaktivieren, damit halt das Spiel nicht noch einfacher wird, als es eigentlich schon ist, ne? So, ich sehe irgendwie nichts. Okay. Ist so ein großes Gebiet. Man könnte meinen, hier ist irgendwie viel. Na gut, dann tun wir den Vader finden, ne? So. Hey, ganz ruhig. So, warte. Okay. Nein. So, das ist natürlich die Frage, wohin das andere Ding führt, ne? Muss ich euch alle retten? Ich weiß es nicht. So, mach mal auf. Hallo? Die Dinger kommen mir gar nicht bekannt vor, ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht an die erinnern. Okay, irgendwo hier ist ein Ding. Was ist das? Ist das nicht Boba Fett's Theme gerade im Hintergrund? Dieses dünn, 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 dünn. So. So. Irgendwo hier soll ein Ding sein. Muss ich irgendwas kaputt machen und eins bauen? Muss ich ein Ding bauen? Irgendwo hier ist so ein Ding. Ich nur wüsste wo. Sie alle für mich tanzen? Ich weiß es nicht. Jetzt sowieso auch am Tanzen. Noch keine Ahnung, wo das Ding ist. Und soll's. What the fuck? Ist es das? Ich kann ihn ganz eindeutig hören. Oh Mann, wir sind schon hier. Stimmt, da gab es ja irgendwie so eine Szene, wo er irgendwie aufgehört hat zu atmen, ne, und sich herangeschlichen hat. Obi-Wan hat dich viel gelehrt. Du vermagst deine Angst zu beherrschen. Lass deinen Zorn jetzt freien lassen. Was hat hier? Jedi Survivor? Wird ja an ihn herangezogen. Ist ausgewichen. Lass mich hier irgendwas machen. Problem ist, ich bin die ganze Zeit an ihn. Ich bin die ganze Zeit an ihn anvisiert. Was ist das? Geh weg von mir. R2. Wo? Da. Oh, ich nehme ganz einen Schaden. Also, ich habe gehört, du bist schwach gegen Elektrizität, ne? Oh Gott, beruhig dich, Kollege. Ich wünschte, die Kamera wird mich nicht die ganze Zeit zwingen, hier auf ihn zu gucken. Ja. Ja. Aua. Meins. Meins. Nein. Was machst du da? Uah. Ich war schon wieder verwirrt. Ist mehr
Wir sagen, dass dieser Sith Lord hier stärker ist als Luke Skywalker, welcher jetzt gerade sein Training begonnen hat. Pff. Kann doch nicht sein. Nur. Aua. Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. So ein Fahnen auf mich geworfen. Na. Ich bin noch nicht fertig mit Erkunden hier. Naja, zu. Ich habe das da runtergefallen. Ich muss mich daran erinnern, was Yoda mich gelehrt hat. Nein, ich kann ja nicht. Boah, ich habe ja noch nicht alles erkundet. Los, R2. Ich bin noch gar nicht dahin gegangen, wo der mir das Spiel gesagt hat, ich soll hin. Die Story ging einfach weiter. Boah. Na gut, was soll man machen, ne? Was geht? Ist der gerade gestorben? Na gut. Ja, das ist ja sowieso klar, ich muss die Level nochmal neu machen. Ich muss sie sowieso nochmal neu machen. Wegen halt. Wegen halt den 10 Minuten hier. Na, ein weiterer Grund, warum ich hier dieses Lichtschwert Upgrade geholt habe, ne? Mit den mehr Schaden und so, ne? Also nicht scheuen, ne? Komm einfach hier hin. Ha. 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 Oh Gott. Ziehen. Ich habe so viele Dinge hier verpasst, ey. Habe ich auch kein einziges von diesen Mikro-Dingern hier eingesammelt. Warum fliegen die hier einfach so herum? Wir sind schon am Ende hier. Noch mal zurück. Ist hier irgendwo? Ich kann ihn spüren. Komm raus, Vader. Das Spiel tut mich aber ganz schön austricksen. Ne? Ich dachte, jetzt könnte ich aber noch mal zurück. Lord versteckt sich vor einem kleinen Jungen von der Farm. Oh Mann. Entschuldigung. Das war der falsche Raum. Was hier? Wer braucht so viele Umhänge? Wer ist denn dieser Typ? Keine Spur von ihm da drin. Yay, eins haben wir. Und ist der zweite. Okay. Mein Gott, das wäre sogar, wenn das hier nicht Lego wäre, wäre das irgendwie ganz schön gruselig, ne? Einfach so hat geatmet zu hören. Okay. So. Vader muss hier irgendwo sein. Okay, zwei Herausforderungen haben wir geschafft, aber das bringt überhaupt nichts, weil wir kriegen nur was, wenn wir alle drei bekommen. Von daher. Du bist geschlagen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Aua! Da finde ich außerhalb der Dings an. Aua! Aua! Voll Quicktime-Events. Aua! Du Sack! Kam voll schnell, ey. Kannst du gar nicht drauf reagieren. Aua! What? Ah. Mein Gott. Das ist das Gefühl, die wollen nicht, dass ich den Kampf gewinne, ne? Komm her. Gab's da noch irgendwas? Oh nein, die Fitness-Crew. Sie gehen auf mich los. Hat in der Mitte auch noch der Raum, den ich untersuchen könnte? Hier. Okay. Wir wollen nur einfach nur Fitness treiben, ne?
Was war dir Leben? Selbst hier tut die Kamera mich noch hier zwingen, auf ihn zu gucken. Au, Gott. Oh, danke. Bin schneller hier. Schmeiß dich da runter. Na, greif dich mal an. Ha. Und jetzt den hier. Kräfte messen. Alter. Warum sind wir so größenwahnsinnig in dem Spiel? Oh nee. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein. Ich bin dein Vater. Nicht wahr. Niemals. Plotfest. Mit mir. Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Ja, so. Boah. Wir müssen sofort zurück. Hey Leute. Bereit für Lichtgeschwindigkeit. Okay, Han Solo ist eingefroren. Luke hat eine Hand verloren. Vader ist unser Vater. Was kann eigentlich noch Schlimmes passieren, ne? So, oh. Eine Nebulon F-Fregatte. So heißt die, glaube ich. Luke, wir sind bereit für den Start. Sobald wir Jabba den Hutten und diesen Kopfgeldjäger gefunden haben, benachrichtigen wir euch. Wir sehen uns an unserem Sammelpunkt auf Tatooine wieder. Wir werden Hahn finden, das verspreche ich. Es wird nur ein paar Jahre dauern, versprochen. Ich muss den Sound hier ausmachen, weil dann gibt es wieder Probleme. Das Imperium schlägt zurück. Ausgezeichnet. Boom. Oh, ich habe Ari Eli bekommen. War ein bisschen knapp, aber ja. So, also einmal durch die Level Speedrun. Kein Ding, ne? So, was könnte das hier sein? Das sieht aus wie eine republikanische Klontrupplerschiff, aber kann ja nicht sein. Wir sind ja in der originalen Trilogie. Han Solo, was? Okay, da muss ich gleich herausfinden, wie das aussieht. Okay, cool. Yay, Episode 5 abgeschlossen. Sound an. Aber die Rückkehr der Jedi-Ritter, die machen wir natürlich na mal 90%. Boah. So viel, was ich hier gefunden habe. Ich habe seinen Namen vergessen. Dieser E-Book, der hat auch irgendwie einen Namen. So Wicked oder irgendwie so was, ne? Ich glaube, Wicked hieß der. So, wir gehen direkt ins freie Spiel. 45%, wir haben fast die Hälfte. Das ist doch mal cool, ne? Wir gehen nach, weiß ich nicht, Bespin? Ja, warum nicht, ne? Weltraum über Bespin? Okay. Da ist irgendwie eine Quest oder so. Oder vielleicht ist das Spiel schon wieder verbuggt. Ich weiß nicht. Ich bin ein TIE Fighter. Spiel als Wicket. Okay. Alles klar. So, da ging ja relativ schnell. Oh, Boba Fett muss ich ja auch noch kaufen. 500.000.
So, nur ein Geschäft in der Galaxis. So, so sieht der Boba Fett übrigens nicht aus, dieser klassische. Ja, kann ich mir den mal anschauen? Also auch nicht. Ja, der ist halt von hier, Book of Boba Fett oder Mandalorian. Ne? Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander, was was ist. So, ich muss herausfinden, wie das hier mit Haaren aussieht. Im Carbonit. Verstehe nicht, warum. Nee, den habe ich auch noch nicht. Dexter Jetser. Ach ja, genau. So, er war ja unter anderem, ne? GH hier irgendwo. Aha. Na, bin ich jetzt ganz blöd. Hier. Carbonit. Okay, ich kann ihn kaufen, aber ich kann ihn nicht benutzen gerade. Okay, keine Ahnung. Mach mal, wenn wir hier fertig sind. So, ist hier noch irgendwas? Nö. Warum ist hier so ein Ding? Weil ja ganz viel abgeht, ne? Dann gehen wir mal zur Wolkenstadt und erkunden da mal ein bisschen, ne? Weil Dagobah, da haben wir ja schon einige Sachen. Also das sind auch nicht so viele Sachen zum Erkunden, ne? So, und ihr wisst, wie es abläuft, ne? Wir erkunden jetzt hier im freien Spiel wieder einige Sachen, ne? Bevor wir zur nächsten Episode reinschlittern. Und wenn wir so halbwegs viel gefunden haben, dann können wir weiter mit der Story machen, ne? Müssen auch wieder ein paar Charaktere und so freischalten, ne? Ah, ich muss pinkeln. Warum ich nicht pinkeln kann? Guck mal, wie viele Dinge hier noch sind, ne? So. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich muss mir mal den Han Solo anschauen, ne? Wo ist er? Ja, wie sieht das bitte aus? Na klar. Und dann nehmen wir noch. Weiß auch nicht, wer das ist. Wir haben ja noch nicht gespielt. Was war Boba Fett? Komm her. Boba Fett, Kopfgeldjäger, Jetpack-Pilot, Zustelldienste. Was? So cool, ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fand Jango Fett sah immer ein bisschen besser aus als Boba Fett, ne? In seiner Rüstung und so. Ich weiß, da ist genau die gleiche Rüstung, nur halt in einer anderen Farbe, ne? Anderem Material nehme ich an. Solange die Verkabelung nicht fertig ist, drücken sie kein Geld raus. Das klingt wahrscheinlich voll irre, dass das von mir kommt, weil ich mag grün, ne? Im Gegensatz zu blau, also könnte man meinen, ich würde irgendwie Boba Fett irgendwie lieber mögen, ne? Aber irgendwie sah Jango Fetts Rüstung halt ein bisschen cooler aus, ne? Die war so glänzend und so, ne? So, kann ich ja schon wieder ignorieren hier diese Dinger und einfach das Ding hier einpacken und dann da hochklettern. Okay, Schottsammler wird hier bald nichts übrig sein, wenn ich die ganzen Rätsel so löse, ne? Nein, ich wollte. Okay, ich kann nicht hochheben anscheinend. Na gut, dann warten wir damit. Ich mache einen anderen dunklen Jedi. Wen will ich denn? Wir haben den klassischen Darth Vader. Warten wir erstmal, bis wir mit der originalen Trilogie fertig sind, ne? Bevor wir den spielen, ne? Hier haben wir Reva, hier von Kenobi war die, glaube ich, ne? Die Rolle, die irgendwie zweimal irgendwie einen Angriff von Dings hier überlebt hat. Nehmen wir mal Clone Wars. Ich genau gleich aus, ne? Die hat ja irgendwie zwei Angriffe von Vader irgendwie überlebt, ne? Weil einige Leute nicht gefallen hat, ne? Dass irgendwie Leute heutzutage irgendwie Lichtschwertangriffe einfach so überleben, ne? Wenn Qui-Gon einfach davon abgenippelt ist, ne? So, oh Gott.
Boah. Ich habe gedacht, da war irgendwie was zum Ranziehen. Naja, meine Güte. Ich wünschte, es gäbe so eine Einlichtschwert-Version von Darth Maul hier, ne? Ja, als er zum Beispiel gegen Qui-Gon gekämpft hat, ne? In der Wüste in Tatooine. Da hat er nur mit Einlichtschwert gekämpft, ne? Warum gibt es davon keinen Skin? Es gibt einen Skin von Luke, wie er mit Yoda Huckepack reitet. Oder umgekehrt. Aber kein von Darth Maul mit einem Schwert. Oder eine mysteriöse dritte Möglichkeit finden wir es, wenn wir mal ehrlich sind, nur vielleicht gibt. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt immer eine Möglichkeit. Kann ich auf dich drauf gehen? Schreckliche Nachrichten. Im Laden meines Freundes ist Gift. Ja, hat aber schon gemacht. Ja, also ich habe da einen riesigen Ventilator aktiviert, das ist alles okay. Keine Sorge. Ich weiß nicht, warum ich das alles noch hier kaputt mache, weißt du was? Hier. Was mache ich hier eigentlich? Ich werde mir irgendwie diese... was gibt's denn hier noch Schönes? Halt mal, wie sieht denn das bei Darth Maul aus? Fügt dein Team einen goldenen Gong-Druiden hinzu. Der Super Gong ist unbesiegbar, sehr schnell und hat einen Schnurrbart. Sag mal. Muss ich mir den kaufen? Oder muss ich den anwählen? Wo ist der hier? Kann man diesen schwarzen Astromech-Druiden auch holen? Den Vader hatte, der sah nämlich cool aus. Hallo. Ja, cool. Er ist. Oh. Oh, da ist einer zum. Ah, okay. Er ist einfach nur da. Was? So, bei Blastern ist das nur. Guck ich einer dieses Team an, ne? So, ich habe noch keinen einzigen Stein gefunden, was ist ja los? Du. Seid ihr von der Rebellion? Auf diesem Gerät befinden sich Daten von größter Wichtigkeit. Sie müssen unbedingt abgeliefert werden. Und zwar so schnell wie möglich. Na klar. Das Imperium hat seine Spione überall. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich aufspüren werden. Du musst mir helfen, diese Daten an ihr Ziel zu bringen. Ich danke. Aber natürlich doch. Nichts wie los. Erfrischende Daten. Auftrag angenommen. Gehen wir mal hier rein. Unten. Oben. Unten? Rechts. Unten, oben, unten, rechts. Alles klar. Was geht, Leute? Hallo? Oh. Ist jemand da? Chef? Alter. Ich habe meine Spionagemission abgeschlossen, aber diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ich muss Lord Vader sagen, dass Rebellen den Protokolldroiden gefunden haben. Oder den Prototyp-Hybriden. Hier drin hört man so schlecht. Oh nein. Nein. Boah. Handelt es sich um eine dieser Passwortsperren? Ihr müsst mit dem Protokolldroiden im unteren Teil der Stadt sprechen, um das Passwort zu erhalten. Ich würde selbst gehen, alles klar. Aber wie ihr sehen könnt, bin ich handlungsunfähig. Okay. Goldmodus aktiviert. Gold Megasort aktiviert. Was? Oh, ich soll ihn eskortieren, alles klar. Es gibt Gerüchte über einen Geheimraum beim Raffineriedienst. Dort sitzt ein Droide, aus dem aber nichts rauszukriegen ist. Vermutlich ist er so programmiert worden. Ach, ich
liebe Geheimnisse. Es ist eine wahre Freude, einen Baron-Administrator wie Lando Calrissian zu haben. Eines Tages werde auch ich eine so riesige Umhangsammlung wie seine mein eigen nennen. Das ist mein höchstes Ziel. Ich habe sie gefunden und dann zerstört. Na gut. Eine Sekunde. Das vergessen. Gonk. Aber die machen aber nicht solche Geräusche, oder? Doch, ich höre. Wie viel die aushalten, nee, das gibt's doch einfach nicht, Mann. Na, können wir weiter? Die Luft ist rein. Für den Moment. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Na los, weiter. Gonk. Danke, dass ihr euch um das Gas gekümmert. Also, ja, kein Problem. Ja, da kann man da hoch. Das ist das Ding, wo ihr Stein ist, ne? Eine Sekunde, ich bin gleich da. Aber ist dann auch in den Cutscenes in dem Spiel. Wenn die ganzen Baguette-Lichtschwerter und so was, die Witzwaffen alle auch in den Cutscenes angezeigt, ich muss das mal ausprobieren. Aber sei da. Sei da. Ich soll vielleicht mal auf der Karte gucken. Ja, sind das. Alter. Das ist ein Sturmtruppler. Ist da aus Battlefront spielt sie mit einem Schuss weg. Das Vertrauen der Rebellion in dich scheint gerechtfertigt. Wo ist er? Oder? Warte mal. Nein, ich kann nicht aufsitzen. Nein. Wir haben es geschafft. Da vorne ist sie. Hier bin ich, Mann. Und hier sind die Daten, die ihr braucht. Und jetzt mein in Carbonit eingesperrter Kollege. Mit diesem wichtigen Gerät können wir die Kunden, ich meine die Rebellen, verwöhnen mit leckeren Daten. Ja, erfrischende, eiskalte, köstliche Daten. Haha. Noch eine Sekunde. Du hast deine gute Tat getan. Die Daten, bei deren Verteilung du uns geholfen hast, werden der Rebellenallianz helfen, der Galaxis wieder Frieden zu bringen. Ja, selbst eine kleine Raspel Heldenmut kann der Galaxis hunderttausende köstliche Streusel der Hoffnung bringen. Jetzt habe ich Hunger auf Eis mit Streusel. Dankeschön. Ah. Okay, Willow Hood. Ich weiß übrigens nicht, wer das ist. Okay. So, ach ja, das Ding. Wo ist das letzte Ding hiervon? Ich weiß, wo die ganzen Dinger sind, aber wo so. Wir müssen nur drei anschießen. Ne, vier. Piu.
Das muss irgendwie weiter entfernt sein. Weil irgendwie so lange dauert. Warte mal, ist das ein feindlicher AT-ST da? Das muss irgendwo hier weiter entfernt sein. Weil das Ding ist irgendwie, warte mal, da. Ist er das? Ich glaube, das ist der, ne? Nein. Ah. So. Nur noch ein so ein Turm gefehlt, Mann. Ich habe mir vorgenommen. Nein, ich wollte eine Granate reinwerfen. Ich wollte eine Granate reinwerfen. So. Bringt irgendwie nichts her, die Leute immer mit Gerüchten anzusprechen, wenn ich sowieso die irgendwann welche Steine so oder so irgendwann bekomme, ne? Hier, man, die sollen dann irgendwie nur so kleine Tipps geben, so, hör mal. So, ey. Nee, du bist nicht der. Kopfgeldjäger gesucht. Ihr habt ihn gefunden. Gib mir mal. Oh, noch mal das mit Reisender. Doch, du bist der, was? War der nicht gräulich? Der hat doch eine ganz andere Farbe. Es hat hier. Das Sonnenlicht. Wolkenstadt. Bei diesem Ort weiß man, wo man ist. Wer auch immer diesen Ort seinen Namen gegeben hat, hätte Kashyyyk wahrscheinlich Baumdorf genannt oder Wookiehausen. Genau. Noch mal weiter. Okay, warte mal hier. Entschuldigt. Ich habe keine Zeit. Ich muss diese Tür reparieren. Wenn ihr hier rein wollt, müsst ihr warten. Warte mal, mit dem haben wir doch geredet. Warte mal. Ne, ich habe ich doch gesehen, Kollege. Nein. Ah, kann sich in den Wolken. Nein, ich will meine Dinger noch sparen, glaube ich. Mein Gott, das hat Ding Zeit verzögert. Ah, hier war ich glaube ich schon mal drin, ne? So, da sehe ich ein Schiff auf der Karte. Da oben. Warte mal, da konnte ich mich gerade anziehen, glaube ich. So, oh. Schon witzig. Ich bin mit meinem brandneuen Schiff aus solidem Gold auf diese Plattform gestürzt. Wer hätte gedacht, dass Gold so schwer ist? Ach. Leider habe ich auch die Schlüssel für mein anderes, nicht goldenes, aber trotzdem sehr teures Schiff da oben gelassen. Aber ich kann mich einfach nicht dazu aufraffen, wieder da hochzuklettern. Ich aber. Ich gehe da auch. Ich kann mich da aufraffen. Vier Dinge in Carbonit einfrieren, wenn ihr schon hier seid. Meine Schwiegermutter zum Beispiel. Nein, ich habe schon einen Carbonit-Kollegen hier mit mir. Er braucht denn so viele Leute in Carbonit? So. Nimm das, nimm das, nimm das. Das gehört mir, das gehört mir. Hochverdiente Belohnung. Also, sag ich nicht. Was ist da für ein Ding? Kleiner Frachter. YouTube 2400. Ah, kommen wir nicht bekannt vor, Teil. Ah, wie komme ich darüber? Da sich die Dinger zum Rand ziehen. Aber da hoch. Das
ist leicht. Du sollst da hochklettern. Deshalb bin ich nicht hier. Meine Güte. Oh. Warte mal, kann ich mir einen Klontruppler einen Dings anziehen? Denn ich habe doch nie im Leben. Kann ich mir einen Klontruppler hier so einen Sturmtruppler Rüstung anziehen? Da wäre doch cool, ne? Das schaffe ich aber nie im Leben. Ah. Oh. Nein. Oh mein Gott, du sollst da hochgehen und nicht mit dem einen Ding zum anderen springen. Holen wir uns mal. Diese Leute mit den Jetpacks sind ein bisschen so komisch zu steuern. Nehmen wir mal Cat Bane. Ein cooler Charakter, ne? Jetzt nicht mehr. Die hat nur auch so ein kleines Show-off, ne? Wenn ich mich nicht irre, ne? Kann ich noch retten? Danke. Die hat nur so ein kleines Show-off, ne? In Boba Fett, hier in Boba Fett's Book of Boba Fett oder so. Das kann ich noch retten. Ist jetzt gerade runtergefallen. Gott, Gott. Nein. Boah. Ey, ich sehe ich. Ich schon wieder. Schon in der letzten Folge. Nein. Ja. Gott, ich war schon da, Mann. Ich war noch nicht nah genug an der Wand dran. So. Weiteres Wagnis in den Wolken. Ah, da ist das Ding gelandet. Ha. Ha, Double Collect. Mein Gott, tut der schnell ballern. Oh, das ist nicht schlecht. Er tut richtig schnell ballern, ne? Seht ihr die Sturmtruppen, die diesen Laden bewachen? Was da wohl Wichtiges drin ist? Neue Helme? Oh, vielleicht in den Farben der Saison? Vielleicht Visiere, damit sie besser treffen können, ne? Bespins Brutales. Ey, yo. Lass mich raten. Ihr braucht Hilfe bei der Kommunikation mit einem langweiligen alten Protokollterminal. Warum kommen die Leute? Ach, du bist da, die ich brauche. Mein modernes TechSpan 1 Modul wurde speziell für komplexe Netzwerke entwickelt. Das kann doch nicht so weitergehen. Irgendwo in dieser großen Stadt muss es doch ein Gerät geben, das meiner fortschrittlichen Fähigkeiten würdig ist. Bringt mir eine solche Herausforderung. Dann reden wir. Hab ich doch. Ausgezeichnet. Die Suche nach Wissen beginnt. Ist er nicht der Typ mit der Tür? Und informiert mich, oh, wenn ihr von einer Technologie erfahrt, die meiner würdig ist. Ich sehe gerade, der ist E3PO. Ich dachte, das ist der Druide, den ich suchen muss hier für den einen Kollegen. Ach, guck mal hier. Also irgendwas. Also irgendwas. Okay. Wo brauche ich das? Ja. Aha. Und hier.
Er tut richtig schnell, weil er gefällt mir. Normalerweise haben einige Charaktere irgendwie so ein Cooldown, so Dido. Dann ballerst du so Dido. Und bei ihm kannst du einfach. So. Da sind noch mal zwei so Dinger. Nehmen wir, wenn ich die da rausnehme, dann gehen die wieder aus, ne? Kann ich gar nicht rausnehmen. Nein. So, warte. Unglaublich, der halbherzige Harry hat einen halbfertigen Stromkasten offen gelassen. Immerhin war es nicht der viel viertelherzige Volka. Egal, wenn du die richtigen Stecker dafür findest, steck sie rein, ja? Vergiss nicht, es reinzustecken. So, da sehe ich wieder was Schönes. Ah. Ist da oben noch nichts. Abkürzung. So, nehmen wir mal das. So, noch eins. Wo das nur ist, ne? So, boom. Ja, wir sehen mich ja gerade, ne? Bring. Ich spiel. Wie habe ich hier? 45%, cool. Wir müssen das letzte Ding, das ich da reinpacken muss. Entschuldigung. Wie einfach nur so umkippen. So. Das. Ja, da ist die Quest. Vorsicht. Sir. Okay. Also, sorry. Beim Einkaufen neulich habe ich gehört, dass jemand Probleme mit der Bedienung einer Maschine hatte. Das klang ganz schön kompliziert. Leider weiß ich nicht mehr, in welchem Laden es war. Das heißt, diese Information ist nutzlos. Ey. Bestimmt von da, ne? Pass auf, hier hoch, ne? Oder hier hoch. Dann hier hoch. Und dann hier auch, haha. Gewitterwolke. Okay. Dann komme ich dahin. Wenn ich von irgendwo ganz hoch komme, ne? War ich ja schon drin? Nö. What? Achso. Was muss ich da immer nur ein? Nur wo soll ich jetzt wissen, wo ich als erstes hinschießen muss? Ja, wo soll ich jetzt wissen, wo ich als erstes hinschießen muss und wo nicht? Ja. Ich habe das Gefühl, da könnte man irgendwie anders machen.
Okay, je nachdem wie hoch ich bin, alles klar. Natürlich automatisch darauf ziehen, sonst machst du halt auch immer. Boah. Ah, sonst tut er auch immer Spaß ziehen. Okay, versuchen wir nochmal. Das ist ungefähr, hätte man irgendwie, weiß ich nicht, so einen Raketenwerfer oder so benutzen können, um alle drei auf einmal zu treffen. Schildscheibe. Ja, vielleicht zu zweit viel einfacher gewesen, ne? Okay. Ups. Nein, nicht die Milch. Vielleicht diesen Rutschding machen, aber falscher Charakter. Wie komme ich da hin? Noch irgendwie nichts so zum Dranhängen oder so. Oh. Ah. Also da kann ich nicht hin, ne? Also ich weiß jedenfalls noch nicht, wie ich da hinkomme. Weil ich nicht weiß, wie die Schrottsammler funktionieren bis jetzt, ne? Da war ich hier drin. Da war ich noch nicht dran. Sicherlich behilflich sein. Nein, kannst du nicht. Aber du kannst daran. Ja, überspringen. Ja. Hier liegt immer noch die Rüstung. Ja, was geht, na? Wir sind der König, wahr? Kann ich behilflich sein? Oh, das ist ein. Es tut mir leid, ich kann nicht singen. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Muss ein ziemlich schickes Schiff sein, wenn wir die Schlüssel so intensiv bewachen. Okay. Aha. Ah, ist sehr gut. War der voll gut zum Spielen jetzt. Ich dachte, hier wäre noch so ein Schalter gewesen. Ja. Aus dem Weg. Was? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier. Oh. Ah. Ah, was muss ich ja machen, Kollegen? Timer? Da muss ich überleben. Okay, ich habe nirgendwo einen Timer gesehen. Also, Vespins Brutalos. Nehmt das. Oh. So ein Teil. Nee, doch nicht. Ich hoffe, da wäre so ein imperiales Shuttle. Das hatte ich nämlich auch als Lego. Okay. Komm ich irgendwie noch daran? Ah, nee, ich hab grad herausgefunden, Schrottsammler, ne? So, hier mal 43,18%. So, so eine Datendisk wäre noch nicht schlecht, ne? Wenn wir die noch bekommen könnten, ne? Ach, die Nebenquest habe ich ja auch noch. Hm. Warte mal, da ist ein Stein. Aha. Aha. Es geht wie aus Kalber. Ich weiß nicht, ob ich das hätte so machen müssen, aber ich habe es so gemacht. Und das ist das, was zählt. Jetzt wollte ich eigentlich noch mal da oben nachgucken. Bleh. Wieder zurück. Da will ich mir noch angucken, bevor ich das vergesse. Nachher ist der ganze
Hier sind die Informationen für die Quest, ne? So, aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Boah. Wo ist mein Gong-Druide? Boom. Boah. Mopsgeschwindigkeit. Boah. Der Druide düst wie verrückt. Die Helme lagen immer noch da. Nicht so schnell, ich brauche einen Eimer. So, ach so, das Ding. So, weißt du was? Haben wir noch. Das haben wir ja schon. Ich weiß ja ungefähr, was ich da machen muss, ne? Wie heißt das bauen, ne? So, und dann muss ich das Ding aktivieren, ne? Bonk. Haben wir noch. Einfach nur, weil wir das schon gemacht haben, ne? So, und dann muss ich das Ding ja kaputt machen und dann in der Mitte aufbauen und dann nach rechts, ne? Nehme ich mal an. Dann mache ich, ne? Gott. Okay. Nein, er geht wieder nach links. Nein. Oh, ich habe mir halt schon gedacht, der geht bestimmt irgendwie. Man hat jetzt wieder neu angefangen. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich wusste, weil hier geht es noch irgendwie so nach links, ne? So, ich muss mir eigentlich nur die Reihenfolge merken, ne? So, links, unten. In der Mitte. Ja, dann wieder nach links. Ich kann ja so ein bisschen verfolgen, ne? Ich glaube, dann geht er wieder in die Mitte, ne? Mitte. Okay. Oh, zweite Runde oder was? Viel zu schnell, viel zu schnell. So, du gehst in die Mitte. Ich habe so einen Checkpoint freigeschaltet oder was, ne? So, wo ist jetzt hin? Nach rechts. Aha. Meins. Oh. Kabel parat. Okay. Schön. Ja, aber noch nicht die Hälfte der Dinger hier. So, kann ich mal hier kurz so. Ich tue mir mal ein paar Dinger hier. Wie gesagt, ich tue diese Dinger mal hier hochleveln, um das Offscreen hier einfacher zu machen, ne? Das ist jetzt nicht so, als bräuchte ich hier irgendwas Bestimmtes, ne? Na, ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge, ne? In der nächsten Folge tun wir weiter ein bisschen Bösspin hier erkunden, ne? Gucken, was wir ja noch so finden, ne? An... Ich habe doch gerade was ausgegeben, Kollege. An Steinchen, da ist zum Beispiel noch einer. Wo glaube ich denn da ein? Kann ich mir vielleicht... Da ist eine Leiter. Gib mir's weg. Gib mir's weg. Na gut. Oh, noch ein Nachtisch hier, ne? Gut, dann würde ich sagen... Da kann man auch noch rein, sehe ich gerade.
In der nächsten Folge machen wir weiter mit der Erkundung von Bespin, ne? Schauen uns hier noch so ein bisschen um, was wir so finden können, ne? Dann gehen wir vielleicht noch nach Dagobah, wenn wir hier so viel wie möglich entdeckt haben, ne? 50%, perfekt. Guter Punkt, um abzuschließen für heute, ne? Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.